verbessern. Also ich bin zur zeitgenössischen Kunst sowieso relativ spät gekommen durch meine damalige Freundin, die ihren Vater Galerist war. Und irgendwann bin ich dann da rumgerannt mit die Mühlheimer Freiheit-Jungs, Walter Dahn und sowas. Die waren auch interessiert in Musik, so wie wir. Und dann hat man da schon mal manchmal rumgehangen, eben halt in den Studios. Aber es ging gar nicht um Malerei, es ging eigentlich mehr um Musik. Waren Sie auch in der Band, oder? Klar, jeder. Dann habe ich irgendwann versucht, die Kurve zu kratzen. Habe dann irgendwann mit 22 oder 23 so angefangen zu studieren. Und dann schon Kunstgeschichte, Philosophie und Literaturwissenschaften in Köln. Zur Galerie ging es, weil man natürlich immer Geld braucht. Und dann musste ich zumindest also nachmittags dann schon irgendwo einen Job machen. Und am Anfang war es noch Roncalli-Zirkus und Bars und so weiter, oder beziehungsweise so Model-Jobs und sowas gemacht. Und irgendwann habe ich mein Studium halt beendet. Und dann wollte ich eigentlich meinen PhD, meine Doktorarbeit hier in New York beenden, an Columbia University. Und das hat dann halt nicht so geklappt. Ich habe natürlich auch hier wieder einen Job haben müssen und wie das halt so ist, aus 3 Tagen werden 5. Und irgendwann war es halt lustiger, in Galerien zu jobben. Und dann hat mich die damals, also die immer noch meine besten Freunde, Metro Pictures, haben mich also dann als Galeriedirektor eingestellt. Und das habe ich 3 Jahre gemacht und irgendwann so eine Art Salongalerie aufgemacht mit meinem eigenen Namen halt. Hab da aber auch gewohnt, weil natürlich hier überhaupt kein Geld. 591 Broadway, 5. Stock. Die Zeiten waren nicht einfach, weil es war eben halt eine schwere Rezession. Und ein Umbruch auch. Die Leute haben einfach sich nicht für Kunst, in dem man so interessiert. Also keiner wusste, wie es weitergeht, 92, 93, 94. Man verkauft immer eine Skulptur oder ein Bildchen, das reicht dann gerade für den nächsten Monat, um den Künstler zu bezahlen. Wann haben Sie dann, sind Sie nach Chelsea gegangen? Oh, das war viel später. Also Chelsea war, ich bin hier erst 2000 hergezogen. Zwischen Soho und Chelsea wurde alles 5-mal so teuer, für mich zumindest. Aber ich wusste auch zu dem Zeitpunkt, wenn ich jetzt nicht den Sprung wage und jetzt etwas größer werde und eben halt den Künstlern solche Räume anbieten kann, dann verlassen sie einen, dann hauen sie ab und gehen zu jemand anders. Ich glaube, dass unser Job sich permanent ändert. Alle 2 Jahre müssen wir neue, sagen wir mal, Axiome nicht befolgen, sondern eben halt erkennen zumindest. Und eins der Axiome, was ich im Augenblick sehe, was der Fall ist, eben halt, es wird schon sehr viel Kunst verkauft, aber es kommen weniger Leute in die Galerien. Weil die Sammler oft davon ausgehen können, dass sie entweder auf der Auktion oder auf einer Messe Basel oder Frieze Fair oder was auch immer sozusagen the Masterpiece bekommen. Ja, die Ausstellung ist so ein Beiwerk. Aber das, was der Petzel dann nach Basel bringt, that's the Masterpiece. Aber es ist vielleicht ähnlich wie in der Musik, wo man immer weniger Alben kauft, sondern einzelne Stücke bei iTunes runterlädt. Ja, der Vergleich hinkt insofern, dass die Preise der Einzelstücke ja immer höher werden. Wird ja immer idiotischer. Also in Warhol kamen sie jetzt so 20 Millionen, 50 Millionen Dollar. Es wird immer auratischer. Das Auratische des Kunstwerks wird immer weiter verherrlicht. Wobei der Künstler Warhol damit fast vergessen wird. Sie glauben gar nicht, wer sich heute damit auseinandersetzt, eben, ob das eine Blau bei dem Silkscreen besser ist als das andere Blau. Aha. Heute reden die Leute wirklich über Farbe. Farbe bei Wall. Ja, aber es gibt ja viel, also jetzt wie Pardo, da kann ja auch sagen, warum soll ich jetzt noch in der Galerie ausstellen? Also man könnte sich auch darauf konzentrieren, gute institutionelle Ausstellungen hinzubekommen. Das, was wir Galerien teilweise hier herstellen, können sich Institutionen gar nicht leisten. Das ist so in den letzten 3, 4 Jahren auch, hat sich da ein Gewicht verschoben. Also wenn Sie heute eine Warhol-Ausstellung machen wollen, das kann man nur noch Larry Gershwin bezahlen, weil die Versicherungswerte zu hoch sind. Und so haben 5, 6, 10, 15 Galerien in dieser Nachbarschaft hier in Chelsea machen teilweise Ausstellungen, die vor 10 Jahren nur Museen hätten machen können. Und welche Rolle spielen da Sammler? Gibt es auch viel hier in Amerika, dass Sammler ihre eigenen privaten Museen eröffnen? Ich habe sehr viel mit solchen Leuten zu tun und habe sehr viel beraten auch. Die ökonomischen Möglichkeiten, die Privatleute hier haben, das können Museen nicht mehr aufrechterhalten. Denken Sie an den Eli Broad und MoCA und diese ganze Geschichte in Los Angeles.
Der Mann kann mit seinen Milliarden natürlich schalten und walten, wie er will. Die Community kommt da nicht hinterher. Können Sie sich vorstellen, dass das dann auch mal umschlägt, dass es so dem Interesse an Kunst einen Knacks gibt? Dass also Leute denken, also irgendwie ist es ja nicht eben damit getan, ein Kunstwerk zu kaufen, sondern man hat eben eine Verantwortung, ein Gefühl, dass man sich darum kümmern muss. Also hat ja, und das Kümmern, den Leuten wächst es teilweise über den Kopf. Nicht? Also sie so wollen sich dann zwar kümmern, aber dann hast du nachher noch Kindeskinder oder Enkelkinder und die haben keine Lust mehr dazu. Und ja, ich weiß nicht, also die Zukunft weiß ich nicht, wie man da umgehen kann. Aber da tauchen doch auch sicher gigantische, also so konservatorische Probleme auf, Fragen. Und die werden oft nicht entsprechend gelöst, halt nicht. Also oder wir müssen als Galerist dann eben halt für 10 Jahre später dann noch irgendwelche Sachen ausfüllen oder irgendwelche Gutachten mit beglaubigen, dass dieses Ölbild auch wirklich hält und so weiter. Ich meine, ich hatte vor 3, 4, 5 Tagen ein Riesenmeeting mit dem Whitney-Museum. Da ging es um ein bestimmtes, eine 8-teilige Arbeit von Wade Guyton. Da haben wir sicherlich 3 Stunden darüber nachgedacht, ob dieses Bild wirklich in 20, 30, 50 Jahren noch genauso aussieht wie heute. Sie haben erzählt von der Mülheimer Freiheit, Kippenberger. Wie sind im Vergleich dazu Künstler heute? Also ich kenne den Martin, der war mir so der Nächste von all der ganzen, von der Generation wahrscheinlich. Und so einen gibt es eh nicht zweimal. Weder diese Generation noch die nächste Generation. Das war eine Ausnahmefigur. War der nicht auch sehr anstrengend? Wahnsinnig anstrengend. Aber ich meine, auf die Weise habe ich auch mehr gelernt als von, glaube ich, jemals irgendeiner anderen Person. Bloß nicht langweilen. Man muss als Künstler, das war immer so Kippenbergers, Türen aufmachen. You can do anything. Du kannst Bücher machen, Schallplatten verlegen, Poster drucken, Ausstellungen kuratieren, unterrichten, alles. Mal umgekehrt, wenn ich jetzt als Schriftsteller sagen würde, ich würde jetzt doch mal, ich finde das alles ganz interessant, ich würde jetzt auch gerne Künstler werden wollen. Also ich befürchte, dass das wohl nicht klappen wird bei den meisten. Das sind komplett andere Bezugsnetze. Nichts ist unmöglich, aber ich glaube, als Schriftsteller werden sie sich in der Kunstszene irgendwann so wahnsinnig langweilen. Und ich merke das ja von meinen Künstlern, wie wenig die sich für Literatur interessieren. Also Sie haben noch eben gesagt, ja, das ist das Tolle an Kippenberger gewesen. Also Kippenberger, es gibt wirklich Ausnahmefiguren. Und der Kippenberger hat es natürlich anders gemacht. Der hat ja nicht selber ein Buch geschrieben, so, sondern hat jemand anders ein Buch schreiben lassen, in dem Stil, als sei es Martin.